Erster Advent ist. Und, genau. Und vergesst nicht, eure Türchen zu öffnen. Und vergesst nicht, eure Türchen zu öffnen, ganz genau. Wir haben es gemacht. Erste. Natürlich nur die erste. Wir haben es getan und was war drin, Anouk? Oreo. Oreo. Und bei dir? Oreo. Bei Stan war ein Rentier drin. Bei Stan war ein Rentier drin. Hallo. Was ist da los? Na ja, toll. Mit Dämpf, wenn der Preis stimmt. Ach, echt? Er holt eine Bocker mit Dämpf. Was ist eine Bocker mit Dämpf? Achso, Würstchen mit Dämpf. Für sich? Weiß ich nicht. Papa, ich gebe ihm mal meins, damit sie. Nein, Papa holt ja meins entgegen. Papa holt doch. Nein, und warum? Die ist ja echt fett, Mama. Das ist riesengroß, ne? Ich esse Kuchen. Wie fett ist die Mama? Aber ich hab mich sperrt. Bald da. Auf alle Fälle haben wir jetzt wieder Zivilisation. Das wird jetzt mal in der nächsten Stadt jetzt. Vertreten. So, Kinders, wir sind in Dresden. Kleine Überraschung. Dresden. Hat Dresden nicht eine zu? Märkte? Ja, alles. Der Weihnachtsmarkt in Dresden. Ja, ist aber nicht der. Ja, und jetzt hast du den Salat. Welchen Salat jetzt? Das ist jetzt cola-los. Ich wollte zu Hause nicht gehen, weil ich nicht ausziehen wollte. Tja, dann hast du jetzt Salat. Pullersalat. Kommst du raus mit ihr oder bleibst du drin? Ja. Ah, guck mal. Das ist ja wirklich toll. Das sieht so schön aus. Das ist toll, wa? Gut aus, dieses Holz. Ist gar nicht so spitz mal. Nee. Nur weiches ist das Holz. Ich kann wieder aus.
rausgehen? Na klar. Ach, das ist Hiesenhardt. Ich bin noch nie Hiesenhardt gefahren. Ich will mal. Du machst dir mal deine Jacke zu, erstmal. Warum ist es ja sehr kalt dort? Hast du überhaupt alles dabei und bezahlen dafür? Dynamo. Dynamo. Ich will heute Hiesenhardt fahren, Papa. Ja, das habe ich jetzt vernommen, aber manchmal ist es auch komisch. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Altstadt rüber. Wasser. Ich will jetzt runtergehen. Ich will jetzt runtergehen zum Wasser. Ist mit auf die Tücke hier oder was? Und runter durch. Was schreist du denn so? Der Lupenstrick. Papa, Papa, willst du runter? Mein Kopf passt nicht. Das ist ja nicht. Mein Fischer. Kannst du den Himmel sehen? Den Himmel. Papa, wie will? Dass du da rüberfällst. Papa? Ja, bitte? Wie wünschst du denn? Das ist der liebe Skitty von unserem Schiebelkaffee. Eine weiße Ente. Schiebelkopf. Genau, finde ich gleich dort drüben meine Ente. Kannst du nehmen, Skadi? Na Wahnsinn. Noch mehr wissen wollen. Danke, da steht alles drin. Mama, eine weiße Ente. Und ein Drops. Eine Möwe. Genau, der ist gut. Klein Zinnstern ist das. Ja, danke. Hier, das ist ein Zimtstern. Ich hab Dresden. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, der muss aber weit weggehen. Wir müssen auf die oberste Stufe eigentlich. Ja, wie schön sie steht. Hast du? Ja, dann geh mal durch. Ja. Dann fühlt mir vielleicht ab, was du denkst. Ich hab doch als Autokalette. Ich will ja mich auch überhaupt nicht. Wahnsinn, oder? Komm, lass uns mal was suchen. Ja, sieht komisch aus. Passt auf, ihr müsst ja ein bisschen gucken. Es ist wie in einem Schloss. Ein gewöhnlicher Vater. Der gemeine Vater an und für sich ist eher ein gewöhnlicher Vater. Ein ordinärer. Vor. Nicht so häufig vor. Pass auf, jetzt kommt's wieder. Nein. Nein. Ja, das Kupferstichkabinett. Und die türkische Kamera. Na, was ist denn hier los? Mit Händen in der Tasche so, ja. Du bist ja wie so ein englischer Hooligan. Wir fahren, Papa. Du weißt überhaupt nicht, wohin geht. So, wir gucken jetzt uns erstmal diese wunderschöne Stadt an. Schau dir das doch mal an, wie schön das ist. Das ist ein Schloss. Können wir doch mal rein? Junge, nein, wir gehen da hoch. Was willst du denn aber halten, ey? Das ist ein Zimmer so groß wie dein Haus. Können wir dort rein? Wir gehen da hoch. Ja, Kinders, geht hoch. Tut so, als wäre es euers. Prinz, ja. Fühlt euch zu Hause schon. Richtet euch schon mal ein. Ja, dann müssen wir mal nachstimmen, die Glöckchen. Aber ist doch schön, die Uhr, oder? Ja.
Die wurden beschissen. Dieses schöne Muster. Jawohl. Ja, ist auch eine Muschel. Und dort auch. Was? Kommt ihr oder was ist los? Wie heißt das? Dankeschön. Danke. Ja, da können wir uns jetzt hier angucken, das alles sieht. Wir können uns bestellen. Da ist es. Was nehme ich denn? Guck doch mal auf die anderen Seiten. Kein Saufjetzt. Warum seid ihr so angekiert? Komische Mütze. Wo habt ihr euch denn im Auto angemalt? Ich bin keine Ahnung. Mama, was macht ihr? Was wollen wir denn hier eigentlich machen? Papa, danke schön, dass wir alle zusammen hier in Dresden sind. Ja, bitte. Das ist nämlich sehr schön. Hallo. Na? Vielleicht können wir hier ja. Du alter Frosch. Wir kennen ja alle. Kennt ihr schon Dresden? Kennt ihr schon in- und auswendig Dresden? Weil dann guck mal zum Beispiel in den Sommerferien, Herbstferien oder Winterferien könnten wir nach Dresden hinfahren und da halt Urlaub machen. Du auch? Ich hab Durst. Ich bekomme aber Fußgarten. Nein, ich will erst da. Und das hier ist unsere Königin Anouk. Hallo. Anouk, na dann, lass uns mal trinken hier. Königin Anouk. Sie hat die goldene Krone im Eiern. Warte, ich hoffe, dich kaum. Aber man sieht dich kaum. Da ist Kacke, du Mann. Wo? Nee, ist keine Kacke. Es hat doch Stein. So, wer jetzt nicht aufpasst, fliegt in den Burggraben. Mann, wir gehen weiter. Ist das tief? Wenn du meinst irgendwo fahren? Wow, lass mich hier fahren, Papa. Wunderhübsch. Wunderschön. Blumen! Mathematisch-physikalischer Salon. Jetzt langsam zurück zum Auto auf alle Fälle. Los, komm, Handhaus. Weil jetzt wird es nämlich langsam richtig kalt. Wie viel Uhr ist es? Handhaus, Papa. Ich bitte noch. Was ich will. Papa, mach deine Handhaus. Tja, damit verabschieden wir uns aus der Landeshauptstadt von Sachsen, Dresden. Die Sache ist so groß von dieser Ferne. Unser Spaziergang in Dresden. Na, hoffentlich.
Bin ich gerade da oder werde ich schon wieder gebraucht? Ja, ich dachte, du bist das. Ich habe einfach nur aufgeguckt und geh weg und halt. Einmal bei dir. Die sind auch gerade angekommen wohl, oder? Ja. Ach so, ich dachte, so irgendwie. Nein. Einschalten wahrscheinlich nicht. Wird jetzt richtig vollsuppen. Hast du zwei Streichhölzer für mich bitte? Das wäre total geil. Zündel. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Mama räumt auf. Ich brauche einen Bleistift. Ach hier, ich hab irgendwas. Da ist ein Streichholz drin. Als Verstärkung. Wenn das nie wieder kaputt geht, kaputt gehen wird es schon. Das heißt, geht kaputt. Nein, das ist jetzt eingeschweißt und hier auch zu. Okay, muss ich mir merken. Okay, da muss ich aber noch mal eine Sache durchsuchen. Gut, der Knopf ist schon wieder. Oh. Nein, Hilfe! Mein Gott! Silbertuch! Ich glaube, Lumen, du hast jetzt den stabilsten. Ich muss bis morgen warten, weil es doch nicht so schnell. Das stimmt. Drei Batterien. Hm? So viel für mich? Jetzt geht es. Gut. Ist aber noch feucht. Musst du noch warten. Ich muss nur warten, ne? Kannst du erstmal zur Anruf gehen und guckt euch damit an. Hm? Oh, lass das warten. Sonst geht es um ab. Ja. Theoretisch muss ich mal gucken. Mann, ey.